Eine bequeme Couch. Eine Holzbank, die abgeschliffen ist. Wie definierst du Bank? Also eine Sitzbank oder? Eine Couch mit Polstern. Eine gute Bank ist entweder eine Bank, wo man immer mehr Geld kriegt, als man eigentlich abgehoben hat. Wo man viele Zinsen bekommt. Was für eine Bank? Die oft Zinsen gibt. Oder eben eine bequeme Bank und so. Und sowas. Sie soll ruhig stehen. Er muss mit darauf sitzen können. Dass sie einen von außen auch anspricht. Einbruchsicher sein? Dass sie jetzt nicht so viel Kontrolle und Macht über das ganze Geld haben, was die Leute besitzen und dort lagern. Nachhaltigkeit, was soll das sein? Zum Beispiel nachgeben? Keine Ahnung, was ich geht. Auch nicht. Was Gutes. Fröhlich sein? Wenn man jemandem nie was verzeiht. Dass man gute Freunde hat. Dass vielleicht irgendwas nicht so gut als so gut ist. Nachgeben, fröhlich sein. Dass man sich zurückhält, vielleicht. Dass man nachhaltet. Nachhalten? Nachhalten. Wenn etwas nachhaltig ist, dann heißt es, was das länger bleibt, das nicht gleich wieder verschwindet. Also für mich ist Nachhaltigkeit so ein bisschen in der Art ökologisch. Umwelt? Nee. Wenn man sich auf ein Minimum reduzieren will, also an Verbrauch von Dingen, zum Beispiel, wenn man nachhaltig ist, dass man weniger Produkte mit Plastik kauft. Oder man hüpft mit Freunden Trampolin.